Stubbies. Nenn mich Soap. Lieutenant. Lass mal sagt alles sagen, Ghost. Eigentlich glaube ich, es wäre ihm lieber, wenn... Das ist genug. Willkommen in der Stadt der Seelen. Ich war noch nie in Mexiko. Das ist nicht Mexiko. Das sind Las Almas. Shepherds Auftragnehmer kommen als Verstärkung. Sie bringen Hardware. Sie brauchen Platz. Meine Basis gehört euch. Gut. Wo ist Hassan? Kartellunterschlupf. 10 Kilometer. Steigt ein. Na ja, Ghost schon immer wieder beeindruckend aus. Das kann man nicht anders sagen. Immer geil. Kannst du Spanisch? Nein. Das wirst du. Die Polizei. Nun, Las Almas hat ein ernsthaftes Problem. Nur noch wenige hier vertreten das Gesetz und wer sich gegen die Korruption stellt, verschwindet. Was ist mit dem Militär? Unsere Ausbildung ist gut, also rekrutieren die Narcos-Soldaten. Und euch nicht? Wir sind vom hier. Wir sind los Vaqueros, die Cowboys. Wir lieben die Stadt. Wir würden für sie sterben. Waffen und Ballons. Mal was Neues. Die Narcos wollen so die Leute für sich gewinnen. Sogar die Kinder? Ganz besonders die Kinder. Was steht auf Scheiße, geil. Narcomantas. Kartelldecke. Warnungen von El Sin Nombre. Markierung für San Revier. Die Straßen hier sind voller Tod. Wer ist Sin Nombre? El Sin Nombre. Der Namenlose. Der Anführer des Las Almas Kartells. Wo finden wir ihn? Gar nicht. Keiner weiß, wer er ist. Aber er ist überall. Und das ist die Schwierigkeit. Aber los Vaqueros mögen es schwierig. Mit deiner Maske hast du gut hier rein, Ghost. Oje, cálmala. Kontrollpunkt von der Armee. Ich finde das irgendwie urseltsam, auch schon in Paris so. Damals. Wie sie halt einfach ganz normal durchgehen mit den Waffen, Alter. Das war Wahnsinn, Alter. Also in Disneyland zum Beispiel, ganz heftig unterwegs. Bist du deppert? Du siehst halt wirklich so mal an mit der Vector herumlaufen, so. Einfach so, so zu zweit, zu dritt geht es einfach so durch Paris. Also durchs Disneyland. Finde ich schon arg, Alter. Wie eigentlich dieser heftige Unterschied ist zwischen Wien und Disneyland in dem Fall. Man muss aber auch sagen, wenn dort jemand irgendeiner Volltrottel Amok läuft, okay, das ist sowieso vergessen. Ganz, ganz krank. Bei uns und selbst auch tut oder tut. Na dann, let's go. Stöber, Shangri-La, oder was? Schaut ja gut aus. Taugt mir voll. Ich hätte da vorher schon erledigen können. Das hätte ich davor auch schon erledigen können. Mann ja nur. Naja, man kann ja nie wissen, ob bei der Seite, dass da gleich irgendeiner daherkommt. Ah, das erinnert mich irgendwie an diese Map in der Stadt oder so. Die Stadtmap. Nein, also nicht Stadt, so dieses Dörflein oder irgendwas. Das hat man voll getaugt gehabt. Immer beim Nachladen. Du scheiß Wichser. Jedes Mal. Er wollte gerade sagen, so schauen wir mal in die ein oder andere Hütte mal rein da. Das wär's. Der Schiersaberer! Hey, geht nur in die Deckung, da ist ein Witz. Einer weniger. Vorsicht, ich glaube, das ist sogar rechts, gar keiner. Wieder! Okay, passt, ist gesichert. Also realistisch, Alter, brauchen wir nicht einmal beginnen. Ich hoffe, dass ich diesmal wenigstens mit ihm getroffen habe. Jetzt passe ich auch hinter der Tür auf. Ab sofort.
Ja, keiner trifft irgendwen. Gott sei Dank geht's nicht nur mir, sondern der KI auch. Okay, passt. Sehr gut. Haben wir schon Zoom gemacht. Das war jetzt nicht draußen. Sicher? Was ist mit den Familien hier passiert? Das Kartell bringt Gewalt und sie fliehen. Hatte dich bereit. Wollte gerade sagen, so sicher, dass es sicher ist. Warte. Victor 2, SS-1-1. Despliega humo. Estamos mudando al exterior. Copiado. Lanzando granada de humo. Wo ist deine Familie, Alejandro? Ich halte das geheim, Bruder. Zu ihrem Schutz. Wir haben Tarnung. Los jetzt. Mirnaso. Wir haben sie Hassan versteckt. Reist mit Gangster. Wer ist das? Oh, geh zu mir. Und die alle gehen zu mir, Bruder, geil. Jeder mal den da. Weißt du nicht, ob der Zivilist ist, aber ist mir wurscht. Ich schieße mal auf ihn. Da hat sich noch bewegt. Was denn? Vollmantelgeschoss? Ja, ich glaube, wir haben Vollmantelgeschoss. Hätte ja sein können, dass wir es auch nicht haben, weißt du? Dann hätte ich auf nur deppert herumgeschossen gehabt. Aber mit Vollmantelgeschoss wird's gehen. Nee, ich bin ja beschäftigt, gibt so viele geile Waffen da. Arschloch. Ich muss mit der da herumlaufen, die ist aber auch nicht schlecht. Also, ihr seht schon einmal, dass es richtig, richtig viele Waffen geben wird im Multiplayer. Und auf das freue ich mich schon extrem. Alter, schon wieder ein liegender Wichser, Alter. Er liegt mir da schon wieder. Es sind so welche Arschlöcher, ich sag's dir, Alter. Die legen sich dort und dort und dort. Ich bock die nicht. Geil. Sau geil, wenn sie sich einfach dann wieder mal so hinlegen. Ich liebe es. Wir haben Hassan in der Enge. Kein Hassan. Sicher? What? Schau mal hinter der Tür. Alle wieder weg, so. Ja, ich war die ganze Zeit unter der Tür. Also hinter der Tür, was willst du? Dann gib mal in den Polster da weg. Seine Flagge. Er war hier. Alejandros Infos waren gut. Kommandante, die Armee kommt. Scheiße. Was ist los? Die Armee. Wir kriegen Verstärkung. Negativ. 03, Rückzug, sofort. Verstanden. Was sollen wir tun? Meine Männer decken. Sind Sie sicher? Rücken wir ab. Du meinst wir gegen die scheiß mexikanische Armee? Nicht direkt. Diese Truppen arbeiten fürs Kartell. Sie helfen dem Kartell, Hassan zu beschützen. Nicht feuern. Wir versanzen uns, bis meine Männer sicher sind. Mehrere Fahrzeuge, Truppentransporter, leicht gepanzert. Nicht feuern. Lasst sie rankommen. Ich hab schon heftigen Bock zu schießen. Sehr, sehr heftigen Bock. Feuer frei. Wollte gerade sagen, so, was ist, Alter, wenn da irgendeiner reinhupft? Herr Mordisches Panzer. Weißt du was? Bitteschön. Sehe das. Ah, okay, hab's das eh gut verschanzt. Sehr gut. Haben wir schon Zoom gemacht gehabt, Alter? Ob da vielleicht nicht sogar irgendeiner reinkommen könnte. Aber wenn das ja so ist, dann passt es schon. Ist noch irgendeiner mit dem Schüler da? Ich glaube nicht. Okay, anscheinend kommen die gerade jetzt mit etwas viel, viel heftigeres. Gehupf aus, Alter! Der schießt mir ins Knack, Alter! Aufpassen, Digga, aufpassen! Schießt mir die ganze Zeit aufs Knack, Alter. Das brauche ich nicht! Wir schütteln sie in den Bergen ab! Ausschwärmen und in der Nähe bleiben! Oh, Alter, ich wollte jetzt aber schon sehr sexy. Und dann plötzlich spielt man so gut sein Ziel, das wär's. Alter. Laufen wir noch immer runter oder tun wir sich jetzt einmal wehren? Okay, einmal die Position halten. Okay, passt. Gut zu wissen. Hey, der versteckt sich schon wieder. Dann machen wir mal einen nach dem anderen. Hätte ich gesagt gehabt. Schieß eh nur brav auf seine Waffen. Ich will ja niemanden verletzen. Wollte ich ja sehr wenigstens zumindest. Was ist das schon wieder? Das ist wohl noch nicht alles.
Ja, da geht ja nur der ein oder andere herumspaziert. Vorerst, wir müssen weiter. Los! Ja, sobald wir da wenigstens so ein bisschen wieder weiter runterkommen. Sehr gut. Wollen Sie uns eh wieder mehr machen? Wir können keine Armee aufhalten, wir brauchen Evakuierung. Rodriguez, Evakuierung anfordern! Sie, Kommandante. Ja, die werden fix. Ja, ich wollte gerade sagen, dass die fix wieder auf uns losgehen werden. Boah, mit Panzerung auch noch. Fickzeug. Passt, Gott sei Dank sind die ohne Panzerung. Also ich bin hier wieder der Gefickte. Sag mir her, wo ist deine Bre? Na, schaut schon gut aus. Aber wir können auch weg. Wir könnten jetzt auch weg, genau. Ein bisschen können wir wieder auch weg. Und dann sehe ich eh schon wieder den nächsten hinigen. Da war sie wenigstens, dass da wieder einer ist. Spätestens dann war sie definitiv, dass da einer ist. Ich sag's ja! Da muss nur einer Meier gehen. Boah, Alter, schon wieder mit Panzerung und alles. Bist du deppert. Muss mir aber wirklich beeilen. Ich hab die Raketen sowas von gesehen. Bist du deppert. Die hat mich fast geküsst. Bist du deppert. Alter, Vater. Die hat mich wirklich fast geküsst. Wollte schon Bussi geben. So bam, voll in die Fresse. Oh shit. Ich weiß ja nicht, das ist kein Uncharted oder irgend... Oh. Ich hab ja gesagt, das ist kein Uncharted. Oh Mann. Wohin jetzt, Alejandro? So, weiter vorwärts. Rodriguez, versuch's weiter am Funkgerät. Der Rest sucht nach Scharfschützen. Das kann definitiv lustig werden. Rodriguez, Funksignal? Negativo. Wir müssen zum Fluss. Gefunden. Escucha, hört ihr das? Da kommt ein Heli. Sie, sucht euch eine Schussposition. Wir überraschen sie. Wo geht es zur Brücke? Geradeaus, hinter dem Helikopter. Sie wollen uns am Weg abschneiden. Wir müssen an ihnen vorbei. Das kann definitiv nur lustig werden, super. Okay, alle anderen gehen nach links, ich gehe nach rechts. Das war echt kein gutes Zeichen, dass ich da hingehe. Mhm. Schön und gut, alle gehen wieder nur auf mich los. Aber die, was runterspringen, kann ich schon mal machen. Das ist gut, das ist sehr gut. Ah, aber ja, wieder an. Ganz gefährlich. Achso, da! Da bist! Na hallo, da der Nächste, na sicher. Servus. Ah, das ist eh auch meiner. Ab und zu, man muss ein bisschen aufpassen. Da hinten ist noch einer. Na wart, gehen wir mal geschmeidig. Gehen wir mal. Also, oh, na! Nicht, dass wieder die Panzerung mit küsst. Also, Panzer fast, das brauche ich nicht. Das brauchen wir definitiv nicht. Oh, ich werde auch zu zweit. Ey, was? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da gleich wieder aufstehen soll. Gut, klar, Welle 2 auch noch. Das brauche ich nicht. Welle 2 brauche ich nicht. Brauche ich definitiv nicht. No, Munition? Ja, wäre definitiv nicht so ohne. Digi, bleib mal kurz stehen. Das Depot da. Bist du mal stehen? Passt, danke. Bricht aber bloß nicht das Knack, gell? Die Kartelle gekommen sind. Ja, die Narcos haben alles verändert. Aber. Ja, es war so klar. Alter! Viel gern! Der hätte mich längst mehr machen können, längst! Sagt ihr, das ist gar Uncharted. Aber schön. Erinnert mich irgendwie gerade an die allererste Mission von. Modern Warfare 2 oder 3? Ich glaube 3 war's. Mit dem Schnee, mit dem Enterhaken und alles. Ich vergiss, dass ich diesen heftigen Sprint auch noch habe.
Den vergesse ich die ganze Zeit. Was ist jetzt mit dem Scharfschützen? Macht da schon wieder eine neue Position oder was? Wo ist der weg? Ist der deppert? Na, da mache ich aber mit. Ich hoffe, ich bin nicht... Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich bin nicht zu kurz gesprungen. Alter. Da war ein bisschen Felsen dabei. Atme noch. Den Fluss runter zur Brücke. Die Felsen als Deckung nutzen. Da war definitiv ein bisschen ein Felsen dabei. Uiuiui. Das Funkgerät empfängt was. Klingt amerikanisch. Ich hab mir schon so gedacht gehabt, ich geh am Arsch. Ich geh mal lieber ein bisschen tauchen. Wäre nicht schlecht. Wird definitiv nicht schlecht. Weil wie er mich trifft, der Hund. Hey, boah, er mich gerade blaut. Boah, blaut's der Haverer. Oder? Ich muss den Gegen, Alter, drücken, Alter, wegen einem scheiß Fluss, Alter, fickt's euch. Schau, wenn ich nicht dagegen drücken würde. Ja, das haben sie geil gemacht. Da haben sie wieder was gemacht gehabt, was... Da ist die Hundsbanzen da. Dieses Entgegendrücken und so alles drum und dran finde ich geil, weil sonst wird's die ganze Zeit zugehen mit dem Zielen. Ah, das haben sie gut gemacht. Tag mal volle Wäsche. Ich hoffe, dass wir... Ja, folgen. Alter, geht schon wieder tauchen, der Haverer. Ja, das ist aber gescheit. Das ist nicht so deppert wie ich. Den Fluss entlang, los! Ist ja eh keiner, was machen wir? Was ist jetzt mit euch? Das ist eh gar keiner. Wie scherzt das ja alle von X? Ah, da ist schon mal wieder der nächste Bre. Und wie der mich bremst. Urschwer wieder zurückzukommen, urschwer. Ah, schaut gut aus, schaut sehr, sehr gut aus. Steppert, Alter, auf realistisch, Alter, B-Steppert. Bist gefickt, bist definitiv gefickt. Ich schwimme mal einfach, also ist jetzt eh schon davon. Ah, ist eh schon wieder der nächste Felsen. Ja, wir sollten so schnell wie möglich an die nächsten Felsen. Oder, let's go. Die haben eine gute Panzerung, die haben eine sehr, sehr gute Panzerung. Ich wollte schon sagen, so, Alter. Leilung. Ich hoffe, das meinst du nicht ernst, dass ich da alle den Alada haben dran muss. Alle miteinander. Ach Gott sei Dank. Hier ist jetzt die ganze Zeit nur Entdeckung gewesen. Habt ihr abgewartet, bis ich mal alle andere tät vielleicht? Fickt euch. Schön euch zu sehen, Jungs. Gleichfalls, Kumpel. Da lang. Ich genieße so ein bisschen die Aussicht, was? Schon schön. Graves, wir haben ein Fluchtfahrzeug gefunden. Verstanden. Achtung, womöglich haben wir Hassan geortet. 2 Kilometer nördlich eurer Position. Na, dann fahren wir gleich hier, oder? Auf der Schlüssel steckt. Hoffen wir's mal, vielleicht hoffen wir's mal, dass er drin steckt. Denk mal gerade so, wie ist denn das jetzt? Ja, aber schon da.